Heute gibt es einen kleinen Haul. Eigentlich habe ich jetzt wirklich eine dicke, fette Bestellung rausgehauen. Ich gebe ein bisschen mehr Geld für meine Kosmetik aus. Und was ich da genau bestellt habe bei Face Theory, zeige ich dir nach dem Intro. Ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Ich beschäftige mich mit veganer, reizfreier, also ohne Duftstoffe, Alkohole, also alles, was irgendwie reizen kann, ohne Mikroplastik, natürlicher, veganer Kosmetik. Und wenn man das immer so ein bisschen beschreibt, dann klingt es immer wie nach der Nadel im Heuhaufen. Aber es gibt eben gute Kosmetik, die was kann, die gute Inhaltsstoffe hat. Und das findet man bei Face Theory. Ich habe jetzt schon die vierte oder fünfte Bestellung, bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Es ist, glaube ich, die fünfte. Ich verlinke dir mal unterm i, was ich bis jetzt alles getestet habe. Und ich habe jetzt zum ersten Mal die Erfahrung mit einem beschädigten Produkt. Was heißt beschädigt? Ich habe ein offenes Produkt bekommen. Und das ist beim Toner ist es natürlich scheiße. Also es ist der Glykol-Toner, der ist neu rausgekommen. Und leider ist der Deckel offen. Das ist nicht cool. Und während der Reise von England bis hierher, das ist eine englische Marke, ist der Toner ausgelaufen. Es ist immer noch genug drin, aber es fehlt mir halt jetzt so ein Stück. Also es ist schon einiges ausgelaufen. Und jetzt habe ich zum ersten Mal Kontakt mit dem Kundenservice gehabt, das eine englische Marke ist. Könnt ihr gleich euer Englisch auspacken, aber die antworten euch auch. Man merkt halt, die arbeiten mit Übersetzungsprogrammen. Ich war halt im ersten Moment ein bisschen zu faul, habe nicht gleich auf Englisch geschrieben. Du musst auch nicht gleich auf Englisch schreiben. Aber man merkt halt, sie arbeiten mit Übersetzungsprogrammen, weil das Deutsch, was da dabei rumkommt, ist nicht so gut. Also habe ich halt dann mein Englisch ausgepackt. Und sie haben mir gleich angeboten, dass sie einen Refund machen, also das Geld wieder zurücküberweisen für den Toner, was ich mega cool finde. Also ich hatte jetzt nie Schwierigkeiten und ich finde das halt echt super. Die Marke behauptet von sich auch, du kannst innerhalb von 365 Tagen, wenn du nicht das erzielst, was sie versprechen über ihr Produkt, kannst du innerhalb von 365 Tagen dein Geld zurückverlangen. Und das ist schon megamäßig cool. Also, und es gibt überhaupt keine Probleme, wenn ihr von England aus, also wenn ihr von Deutschland aus in England bestellt. Das hat jetzt 3 Tage gedauert oder so. Und die Ware ist mit FedEx gekommen. Also es gibt da überhaupt keine Probleme. Absolut nicht. Und ich werde natürlich auch weiter bei Face Theory bestellen. Weil sie eben nach und nach gerade immer wieder neue Produkte raushauen, wie dieses hier. Das ist die Glykol-Essor-Solution. Sorry, ich habe meine Brille nicht auf und es ist inzwischen ohne Brille zu lesen, ist echt schwierig. Hier ist auf jeden Fall BHA drin. Säure fehlt mir im Moment, muss man an der Stelle schon auch sagen. Und man hat mir gesagt, bitte erwähne den pH-Wert von den Produkten. Da ist der pH-Wert entsprechend niedrig, also es peelt. Und ich bin mit dem letzten Gesichtswasser, was ich hatte, ihr guckt mal unter dem i, da ist ein Ordner, bin ich echt gut zurechtgekommen. Und mir fehlt das halt einfach so ein bisschen Peeling und so. Ich habe zwar so ein Serum und das peelt schon auch so ein bisschen, aber da ist die Absicht mehr die, dass die Poren wieder besser funktionieren. Und da ist der pH-Wert halt nicht so einwandfrei. Und mir fehlt das so ein bisschen Glow ins Gesicht und so weiter. Aber ihr wisst, wenn ihr irgendwas mit Säuren verwendet, müsst ihr Sonnenschutz verwenden. Ihr müsst. Es geht gar nicht anders. Muss mal gucken, dass ich das Produkt aufrecht hinstelle. Da ich ein Lipödem habe, sprich Kompressionsstrümpfe trage, muss ich halt ein bisschen mehr auf Pflege achten. Und da habe ich mir jetzt mal wieder was gegönnt. Das ist auch neu. CeraVe Body Cream. Bin ich auch gespannt. Werde ich auf jeden Fall in einem eigenen Video vorstellen.
Genauso wie das Gesichtswasser, durch das es halt offen ist, kann ich es jetzt nicht mehr länger irgendwo rumstehen lassen, sondern ich muss halt das Produkt anfangen. Dann haben wir hier Organic Marula Öl. Da wollte ich ein eigenständiges Video dazu machen, was Marula Öl alles kann. Ich habe mein Squalan aufgebraucht. Das fand ich ja auch mega gut. Also Squalan war richtig, richtig gut. Und die Qualität von den Produkten oder von den Ölern, die ich bei Face Theory jetzt gekauft habe, das heißt, ich habe erst eins gekauft, aber ich bin mit dem mega zufrieden gewesen und ist vom Preis her einfach auch in Ordnung gewesen. Ich bin mal gespannt, was das Marula-Öl alles kann, gerade im Dekolleté-Bereich werde ich das hauptsächlich anwenden, aber auch ganz gerne an den Füßen, muss ich ganz ehrlich. Da liebe ich das Öl. Da fahre ich viel besser mit Öl als mit irgendeiner dicken Bodycream oder so. Und auch natürlich fürs Gesicht, warum nicht? Wenn man mal so ein bisschen trockenere Haut hat und so. Ich habe insgesamt übrigens ausgegeben 77 Euro. Ich habe aber Rabatt bekommen. Bei einer Sache dachte ich echt, die ist ein bisschen größer. Das ist diese Amil C Whip Geschichte, die kann man auch unter den Augen anwenden, man kann sie aber auch im ganzen Gesicht anwenden. Amil C Whip ist mit Niacinamid und ist so anscheinend so, Whip sagt es ja auch schon, so fluffig, so ein Feuchtigkeitsmousse. Und ich bin gespannt, wie ich damit zurechtkomme, also was das alles kann. Auch das werde ich natürlich in einem extra Video vorstellen. Die hat halt 20 Euro gekostet. Ja, also es sind halt schon Produkte, die ein bisschen mehr kosten, die aber auch was können. Ja, ich war ganz am Anfang auch vorsichtig, als ich bei Face Theory bestellt habe, als allererstes. Aber ich habe dann sehr schnell festgestellt, die Produkte können halt was. Ne? Also sie machen nicht so mega viel Werbung, also man kriegt sie nicht so mit. Aber wenn man sie mal mitgekriegt hat, stecken sie in den Cookies fest und man wird ein bisschen bombardiert. Also sie haben immer wieder auch so Aktionen, die gar nicht schlecht sind. Und nützt wirklich diesen Rabattcode, nützt ihn, der steht ganz oben auf der Seite. Da kriegt er nämlich ganz schön was zurück. Hätte ich den vollen Preis für alles bezahlt, hätte ich über 90 Euro bezahlt. Dann haben wir hier noch Lipade Q10 Öl Booster Serum. Das hat mich auch interessiert. Also die Serien sind mega gut von Face Theory. Ich liebe sie. Ich habe jetzt schon zwei, glaube ich, leer gemacht. Eins oder zwei. Also das eine war auf jeden Fall die Peeling-Geschichte. Ne, das Niacinamid ist noch nicht ganz leer. Die Peeling-Geschichte war nicht schlecht. Fand ich echt gut. Hat mich jetzt nicht mega vom Hocker gerissen, aber die Qualität von dem Produkt war halt echt richtig gut. Und das Niacinamid ist ja auch echt nicht schlecht. Also da ist auch, eine Säure drin, es ist Acylensäure drin in einem anderen Produkt, was ich schon vorgestellt habe. Und ich bin halt jetzt nicht derjenige, der halt noch mega Pickel hat. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Serum, das ich jetzt noch offen habe, das ist halt für jemanden mit einer unreinen Haut wesentlich besser ist als jetzt für mich. Deswegen mal sowas hier mit Q10. Da hatte ich jetzt eh noch gar kein Produkt. Q10 habe ich aber auch schon als Inhaltsstoff mal vorgestellt. Guck dir das Video auf jeden Fall mal an, um zu gucken, was Q10 alles kann. Das ist nämlich ein super Inhaltsstoff. Ja, das waren die Produkte, meine 5 Produkte, die ich bei Face Theory bestellt habe. Ich brauche ja auch immer wieder auf. Ich bin da ganz stolz, muss ich an der Stelle sagen. Und da kann man sich dann auch mal was etwas, ja, eine etwas teurere Geschichte gönnen, finde ich. Und wenn man sich auf gute Sachen bezieht und die dann dementsprechend auch verwendet, ist das eine richtig tolle Sache. Kennst du Face Theory? Kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare packen. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.